werden nach den mehreren Pandemiejahren und dem Entkommen von epidemiologischen Maßnahmen Tamino und Pamina endlich ihr gemeinsames Glück finden? Ich erzähle keine Geschichte. Sei nicht so anstrengend. Ich habe keinen Bock, deinen Geschichten zuzuhören. Als ob ihr etwas Wichtigeres zu tun hättet. Diese Geschichte ist echt interessant. Was hast du denn so Interessantes zu erzählen? Ich höre das gleich. Ist euch die Geschichte von der Zauberflöte schon bekannt, die sich Tamino und Pamina kennengelernt haben? Naja, ein bisschen. Okay, erzähl uns. Es interessiert mich, was du erzählen wirst. Leg dein Handy weg. Diese Geschichte musst du wirklich hören, glaub mir. Von langer, langer Zeit. Ja, das kommt mir schon bekannt vor. Hör mir bitte zu. Es war einmal ein junger Mann, der in tristen Zeiten der Corona-Pandemie lebte. Er sehnte sich innig nach Gesellschaft, nach Liebe, nach einem Mädchen oder Weibchen. Aber die Maßnahmen, die der frühe Christus heraus von Stoja entwickelt hatte, machten ihm das Leben sauer. Statt wie alle Jugendlichen aufzugehen, muss er eingesperrt zu Hause sitzen, kann weder zur Schule noch feiern gehen. Es gibt sogar Gerüchte, dass eines der populärsten Mädchen in der Stadt, Pamina, entführt worden ist und von Sarastro gefangen gehalten wird. Ihre Mutter, die Königin der Nacht, war verzweifelt und bat um Hilfe. Tamino eine goldene Zauberflöte, die Wunder bewirken kann. Langweilig. Eine klassische Romeo und Julia Geschichte. Nicht so ganz, denn Tamino hatte dabei die Hilfe seines guten Freundes Papageno. Papageno war entschlossen, dem goldenen Jungen Tamino dabei zu helfen, Pamina zu befreien. Auf dem Weg erlebten sie zahlreiche Abenteuer und stellten sie schwerste Mutproben. Deswegen hofft Papageno nun auf eine Belohnung. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Und wer ist dieser Papageno? Papageno? Das ist doch der Vogelfänger, der in einem kleinen Haus am Stadtrand lebt. Ah, der Vogelfänger. Ein tapferer junger Mann. Es war nicht so. Wie meinst du das, es war nicht so? Die Person, die Tamino geholfen hat, war nicht Papageno, wie du das gesagt hast. Ich habe es so gehört. Es ist nicht wichtig, was nacherzählt wird. Möchtet ihr die Wahrheit wissen? Ja. Dann werde ich euch die Geschichte erzählen.
Wir leben in einer Zeit, wenn Feminismus und Gleichberechtigung von Mann und Frau, hin oder her, von Männern immer noch erwartet wird, Frauen zu behüten und aus Gefahren zu retten. Diese Geschichte unterscheidet sich aber ziemlich davon, was die Medien darüber berichtet haben. Wirklich? Was ist eigentlich passiert? Siehst du, ich bin diejenige, die Tamino geholfen hat. Ich persönlich, keine männliche Version. Du spinnst voll. Nicht im geringsten, liebe Luena. Aber wartet mal, es wird immer spannender. Erzähl doch mal. Ich habe Tamino geholfen, Tamina zu finden. Und ihm in vielen Situationen Hilfe geleistet. Keiner hat aber meine Verdienste anerkannt. Und dann begannen sich die Gerüchte zu verbreiten, dass Taminos Assistent ein Mann ist. Und wie ist es dazu gekommen? Warum wird erzählt, dass es um einen Mann geht? Ach, meine Liebe, jetzt erkläre ich es dir. Es wäre nämlich sehr demütigend, wenn die Öffentlichkeit wusste, dass dem mutigen Tamino eine Frau dabei helfen musste, seine Prinzessin zu retten. Das stimmt. Frauen werden immer noch als das schwache Geschlecht betrachtet. Und das ist immer noch nicht das Schlimmste. Was könnte schlimmer sein, als wenn solche Heldentaten unbemerkt bleiben? Tamino hat meine Rolle verschwiegen. Verschwiegen! Er hatte nämlich Angst davor, dass alle uns zwei für ein Liebespaar halten würden. Und das wäre für ihn völlig unakzeptabel gewesen, da er sich in Pamina verliebt hat und sie heiraten wollte. Wie ist das möglich? Warum wundert ihr euch? Ihr wisst doch, wie es über Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau geleistet wird. Natürlich wird jeder behaupten, dass wir eine Liebesbeziehung hatten. Und was ist dann passiert? Ich habe Pamina gefunden und sie befreit. Tamino hat aber gleich nach seinem Handy gegriffen und auf allen sozialen Netzwerken die Nachricht gepostet und angegeben, er sei der Held, der die Prinzessin gerettet habe. Aber ich war die Erste, die sie gefunden hat. Liebe Papagena, erzähl doch weiter. Pamina war im Krankenhaus und ich habe sie aus dem Krankenhaus geholt. Es stellte sich nämlich heraus, dass Dr. Serastro Pamina ins Krankenhaus gebracht und in der Quarantäne gehalten hat, um sie für den bösen Königin der Nacht, eigentlich ihrer Mutter, zu bewahren. Wieso vor ihrer Mutter? Sie war nämlich Impfgegnerin und wollte ihre Tochter nicht impfen lassen. Nachdem Pamina aber einem Test unterzogen wurde und beweisen konnte, dass sie nicht mehr auf Coronavirus positiv ist, dürfte sie natürlich das Krankenhaus verlassen. Ich habe ihr den Test gegeben, mit dem sie bewiesen hat, dass sie nicht mehr positiv ist. Ich habe sie auch zum Impfen überredet, sodass sie wieder unter Leute gehen konnte. Ohne mich wäre sie heute nicht bei uns. Jetzt übertreibst du. Du hast sicher nicht alles selbst erreicht. Nun, Tamina muss auch wichtig gewesen sein. Weißt du, wie es wirklich war oder ich? Trotzdem ist mir da noch etwas unklar. Was denn? Was sieht Tamina in ihr? Sie ist gar nicht so hübsch. Bist du vielleicht ein bisschen eifersüchtig? Eifersüchtig? Dass ich nicht lache. Ich kann aber eigentlich nicht begreifen, was er in diesem kaum durchschnittlich aussehenden Mädchen sieht.
Tamina und Pamina, das berühmteste Paar der heutigen Zeit, haben sich heute früher das Eheversprechen gegeben und sind gemeinsam im Hafen der Ehe eingelaufen. Wir wünschen dem Brautpaar viel Glück. Oh, es scheint, dass er doch nicht in dich verliebt ist. Er heiratet eine andere Frau. Und du wirst nie heiraten. Sei doch nicht so. Es scheint zwar, dass Tamina und Pamina voreinander bestimmt seien. Das ist wahre Liebe. Und für Papageno gibt es bestimmt auch einen Papageno. Wahre Liebe existiert nicht einmal. Ich kann auch als Single zufrieden leben. Wer braucht überhaupt einen Partner zum Glück? Komm zurück zur Geschichte. Was geschah als nächstes? Okay. Die Wahrheit ist, dass Tamina derjenige war, der in mich verliebt war. Er in mich, Hals über Kopf. Weder ich in ihn, dann noch er in Pamina. Aber dann verzauberte sie ihn, brachte alle Gefühle in ihn durcheinander. Diese blöde Hexe. Wirklich, irgendwie kann ich es nicht glauben. Ich vertraue ihr. Warum sollte sie das alles erfinden? Vielleicht übertreibt sie nur ein bisschen. Ich denke, dass alles, was Papageno uns erzählt hat, wahr ist. Die Geschichte ist sehr interessant und all dies ist möglich. Warum sollte Tamino nicht in sie verliebt sein? Guck sie doch mal an, wie artig sie ist. Ich vertraue ihr nicht. Und gebt zu, ihr seid auch der Meinung, dass sie die Wahrheit sagt. Aber ihr mögt sie einfach nicht. Papageno hat keinen Grund, ihre eigenen Abenteuer zu erfinden. Warum sollte sie das überhaupt tun? Danke, dass du mir geglaubt hast. So etwas Schönes hat noch keiner in meinem Leben für mich getan. Aber natürlich, ich vertraue dir wirklich. Dir kann man vertrauen, dich lieben. Jeder kann dich lieben. Denn die Liebe kennt keine Grenzen, kein Geschlecht. Liebes Weib,